3, 2, 1, Mainz. Alter, was geht ab, Leute? Komm hier, heute mit einer neuen Folge eBay. Wir schauen uns wieder mal Pokémon Go auf eBay an. Mein einziges Format, das momentan noch aktiv läuft und mein beliebtestes. Ich wollte es immer sehen, also auf der Deutschland-Tour habe ich eine Menge Kommentare bezüglich diesem Format erhalten. Ist ein lustiges Format. Ich schaue gerne auf eBay rein. Vor allem haben wir hier gerade, nicht das hier, ein... Ich habe es gerade vorhin noch kurz gesehen, genau. Da wollte ich draufklicken, weil das läuft nur noch 11 Minuten. Ein Pokémon Go Fest 2019 Dortmund Schlüsselanhänger, glaube ich. So genau weiß ich das nicht. Es geht momentan weg für knapp 10 Euro. Das ist nicht schlecht für einen Schlüsselanhänger. Das ist normalerweise 1 Euro wert ist oder so, 50 Cent. Aber hey, wer es haben will? Ansonsten muss ich ehrlich sein, ich habe auf eine Sache geklickt, weil ich sehr interessant war. Hier. Die Angebote kennen wir. Er fängt dir irgendwas. 100er Kommandant. Ist sogar recht selten. Ich habe noch keinen einzigen. Ich habe nicht mal den Dex einfach, oder? Und er fängt dir einfach einen 100er. Preis 15 Euro für einen 100er Kommandant. Kann man drüber streiten. Ich finde es persönlich sehr teuer. Also erstmal, wir sollten diese Angebote niemals wahrnehmen. Aber in der Theoriewelt, sagen wir mal, wir würden es annehmen. Ich würde maximal einen 5er dafür zahlen. Also 15 Euro ist schon teuer, teuer, teuer. Aber was ich jetzt an diesem Angebot sehr interessant fand, ist die Beschreibung. Die Beschreibung, muss ich sagen, Hut ab an den Typen, ist sehr gut, weil er schreibt echt alles hin. Zum Beispiel hier in Rot. Bevor ich mit dem Service beginne, musst du mindestens 2 Stunden vorher ausgeloggt sein. Wir haben uns so viele Angebote bisher angeschaut. Nicht einer davon hat das extra dazu geschrieben. Das ist eine gute Warnung. Das ist halt echt so. Weil er loggt sich in deinen Account ein, spielt von wo auch immer er ist oder spooft damit rum. Dementsprechend, ja, muss man davor eine Zeit lang ausgeloggt sein. Weil du kannst nicht einfach hier momentan spielen, München, und dem Typen dann einfach deinen Account geben und dann ist er auf einmal in Paris oder sowas. Man muss mindestens Level 30 sein. Auch der Erste, der darauf hinweist, denn erst ab Level 30 sind die IV für jedes Pokémon, für jeden Account gleich. Davor sind sie alle unterschiedlich. Früher war es anders. Davor war bei jedem Pokémon die IV bei jedem Level gleich. Aber man muss halt mindestens Level 30 sein, weil erst 50 zu einem 100er Kommandat, das irgendwo gemeldet wurde im Internet. Und ja, wenn ihr nicht Level 30 seid, dann ist es halt nicht 100% für euch. Fang bitte vor dem Kauf stellen. Sollte ich Kommandant nicht innerhalb von 3 Tagen fangen, gibt es Geld zurück. Kein Bot, okay, Pokémon werden mit Hand gefangen. Ja, aber nicht vor Ort. Was er aber übrigens auch nicht schreibt. Wir hatten ja in den Folgen davor irgendjemand, der hat geschrieben vor Ort, was halt auf jeden Fall nicht gestimmt hat. Pokémon hat zufällige WP und Level, aber ist 100%, alles klar. Also an sich hat er echt alles sehr gut beschrieben. Trotzdem nicht annehmen dieses Angebot. Hier tauscht euch jemanden Knacker. IV werden halt beim Tausch ziemlich schlecht, aber wir lesen mal. Ja, wir ändern sich nach dem Tausch, ja danke. Die werden auch sehr wahrscheinlich schlecht. Bitte beachten Sie, sie braucht 20.000 Sternstaub für den Tausch. Ja, wenn es ein neuer Dex-Antrag ist, wenn jemand den schon hat, dann nicht. Also nicht ganz korrekt. Ich benötige dafür keinerlei Accountdaten von euch. Aber er gibt uns einen Account dann. Weil sonst kann man ja nicht. Außer er spooft sich dahin, wo wir gerade sind. Aber ja. Eigentlich lohnt sich ein Tausch nur, wenn man Glücksfreunde wird und dann das Knacker gut wird, weil sonst ist es ja einfach nur ein Dex-Eintrag. Sicherlich nicht für 12,50, Mann. Armored Mewtwo, Level 25 Raid, legendär. Raid-Service kennen wir. Aber wieso kostet das 9 und das hier 5? Catch-Service. Oh, was? 150 Euro! Für Shiny Party Hood Pichu. Ich meine, ja, es ist schon ziemlich selten. Und es gibt natürlich Sammler. Die sind an sowas interessiert, aber 150 Euro, Alter. Ich meine, da steht 91 IV, was vollkommen egal ist, weil wenn man tauscht, dann wird es eh schlecht. Außer, wie gesagt, es wird lucky oder so. Und für so eine Sammlung ist die IV relativ egal. Aber 150 Euro, Mann. Ich meine, ich kenne viele Sammler, aber was ich mir vorstellen könnte, was so einen Preis bekommt, ist, was war denn das? Es gab dieses Photobomb Pikachu. Ich weiß jetzt nicht mehr, was für einen Hut der auf hatte. Was eigentlich nicht shiny da war, aber durch den Bug haben einige, was heißt einige, ganz wenige, den shiny bekommen. Ihr wisst, welchen ich meine. Könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben, weil ich weiß jetzt gerade nicht, welchen Punkt der auch hatte. Dann Hydropi, 1 Stunde Farm, 10 Euro. Hydropi sieht ihr übrigens morgen. Ich mache dazu noch ein Video, Info-Video, könnt ihr gerne abchecken dann. Dasselbe, was? Dasselbe Band. Nee, nee, das ist was anderes, okay. Ich denke mir schon, 1,55 für diese Bänder. Habe ich auch noch da als Erinnerung, aber ich werde das sicher nicht verkaufen. Wann war das? Donnerstag.
Ich habe Freitag und Sonntag. Jeder Tag hatte eine andere Farbe, damit man sich nicht am nächsten Tag nochmal reinschleichen konnte. Was an sich nichts bringt, weil wieso sollte man da nochmal rein, wenn man kein Ticket hat, sieht man eh nichts. Aber ich hätte mich schon reingeschlichen, um einfach nur mal durch den Park zu gehen, ein paar Fotos und so zu machen mit ein paar Zuschauern. Jo! Was ist das, Mann? Okay, wir haben bereits öfters mal diese Freundesaktionen Angebote gesehen, aber der bietet speziell 10 Geschenke aus Tschernobyl an. Als wäre das irgendwie so was Besonderes. Tschernobyl. Ukraine. Ich meine, an sich ist schon cool, Mann. Tschernobyl. Aber. Alter, auf was für Ideen die Leute kommen. 10 Geschenke aus Tschernobyl. Männliches Shiny Nilgan, 15 Euro. Der ist ziemlich häufig. Also, selbst wenn ihr Interesse habt, dann nicht für 15 Euro, weil ich habe 5 davon oder so. Es ist nicht wirklich selten, also nicht. Nein, danke. Nein. Oh, what the fuck? Was ist denn das, Mann? Pokémon Go Fest 2019 Medaille. 25 Euro ist schon viel, aber wo gab's diese Medaille? Steht da nicht. Was ist das für eine Medaille? Nie gesehen, keine Ahnung, wer die ist. Ob die original ist, also von Niantic oder nicht. Oh mein Gott. Pokémon Go Fest 2019 Dortmund Poster mit Unterschriften der besten Influencer. Oh yes. Mystic 7 Trainer Tipps Reversal. Spiele Trend. Und dieser eine japanische oder chinesische oder was weiß ich. Da fehlt der Holly und diese Australierin. Aber 6 Gebote immerhin. Ist nichts Neues, also ich kenn's vom MMA. Da gibt's auch welche, die machen das professionell und bezahlen ihren Unterhalt dadurch, dass sie irgendwie vor den Hotels oder so rumlungern, bis die Fighter rauskommen und lassen sich da mehrere auf einmal unterschreiben und die verkaufen das dann. Und dadurch machen die hier halt ihren Unterhalt oder nebenbei sehr gutes Geld. Also Unterschriften verkaufen von Stars, nichts Außergewöhnliches. Hier, das ist doch, das scheint beliebt zu sein. Euler! Okay, das ist echt interessant, den schauen wir uns auf jeden Fall an. Pokémon Go Account, Level 40, 586 glänzende, schillernde Yokohama Go Fest Ticket. Wow. Dortmund Go Fest Ticket. Wow. Können wir ranzoomen? Wir können ranzoomen. Knapp 34 Millionen. Boah, die Medaillen sehen echt geil aus, Mann. Ich wünschte, ich hätte die auf meinem Main Account. Sogar ein 2016 Account. Und der trennt sich einfach davon. Oh! Okay. Okay. What the fuck? What the fuck? Die ganzen Seeder-Shinies, Bisasam, Glumanda, Shigi, Shigi mit Brille. Dann hier 3 Raupi, ein Taubsi, Papikachu, das ist interessant. Da kann man sich auf jeden Fall ein paar für die Sammlung. Alter, wie viel Enton hat der Kerl? Wie viel Ponita? Alter, der hat alles und das mehrfach. Das ist so ein richtiger Account, den kann man kaufen zum Tauschen halt. So ein richtiger Tauschaccount. Ganze Pinsi-Armee, Alter. Lavados, Flamaga, Zapdos, schau mal hier noch. Was natürlich interessant ist, so Babys, aber der hat wahrscheinlich nur erspoofte Sachen. Doch, hier sogar. Magpie hat er, ein paar Babys hat er schon. Latias, Latios. Alter, wie viel Bingo hat der Mensch, Mann? Interessant. Kyogre 100. Wenn man sich den rübertauscht, ist er aber kein 100er mehr. Oh, Pi. Das ist interessant. Ja. Wingenau ist aber kein Baby mehr. Max CP Pokémon. Ja, okay. Kann man halt zum Raiden und Kämpfen noch verwenden, aber. Digga, die sind doch nicht Max CP, Mann. Er meint wohl die stärksten Pokémon nach WP. Was an sich aber nicht so beeindruckend ist. Incognito. Die Frage ist halt, ob er sich alle ertauscht hat oder ob er die noch auf dem Account hat und man sich rüber tauschen kann. Weil dann ist echt interessant. Und nur, Alter, nur 325 Euro. Dollar. Digga, ich bin echt ein bisschen verführt. Der ist echt nicht schlecht. Video? Was für ein Video, Mann? Es gibt ein Video dazu? My main account is now for sale. This is a one of a kind account. Start date 2016. Total EP. Name change available. Gmail account. Team Yellow Red. Purchase ticket for GoFest Yokohama. Wow. Celebi, Mew, Jirachi quests done. Most of shiny are hand caught and they are still tradable. Interessant.
Check account video here. Video doesn't include Dortmund Gophers Shinies. 4 Shiny Babies. Ah, okay. Ja, das ist so immer noch Shiny. 9 Shiny 100er. Was an sich, wie gesagt, egal ist, weil wenn wir es hier übertauschen. Hier, die ganze Shiny-Liste. Wow. Wow. Das ist einer der interessantesten Accounts, die ich bisher gesehen habe. Bin gespannt, wie weit der noch nach oben geht, 4 Tage noch. Aber sehr interessant. Das war wieder ein Einblick in Pokémon Go auf eBay. Immer sehr interessant zu sehen, was da alles drauf ist und die ganzen Angebote, die man dort so findet. Das war's von mir, Leute. Nächste Folge, jeden Monat eine Folge, wo wir auf eBay vorbeischauen. Aber das war's erstmal für heute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und hinterlasst eine Meinung zu dem einen Account, der noch dabei um die $300 stand. Der war schon recht interessant. Hättet ihr auch Interesse an dem Account, weil mein Interesse hat er sogar ein bisschen geweckt. Vor allem die Cognito, falls man die noch tauschen konnte. Aber das war's von mir. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.